Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem kleinen Plauderstündchen. Mein letztes Video von vergangener Woche, WhatsApp, das hat große Wellen geschlagen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch hier ein bisschen zu sehr mit meinen Emotionen tragen und verleiten lassen zu Aussagen, die mir ehrlich gesagt heute leid tun. Und ganz speziell möchte ich mich bei unserem Sportdirektor Markus Katzer entschuldigen für da ja nicht sehr geschickt vorgetragene Kommentare meinerseits. Es gab auch schon eine kurze Aussprache mit Markus Katzer und mir. Danke an die Vienna-Fans für eure wirklich tollen Kommentare, speziell auf Facebook. Und ich hoffe, wir bleiben weiterhin so gut in Kontakt und tauschen uns aus. Denn nur wenn wir konstruktiv miteinander reden, können wir auch gemeinsam als Verein hier an den Zukunft, an der ja, Gestaltung unseres First Vienna Football Club am Arbeiten. Was ich gemeint habe mit der Verein respektiert uns, meinte ich natürlich den Dialog. Ich meine jetzt hier nicht Lobhudelei, ich meine hier nicht jetzt unverhältnismäßige Unterstützung des Vereins für die Fans, sondern dass wir weiter im Gespräch bleiben. Zum Beispiel wie eben das Ausmalen des Stadions von den Vienna Supporters. Und darüber hinaus, das finde ich sehr, sehr toll, dass der Verein auch hier mit den Fans in Dialog tritt und man sich hier auch austauscht auf Augenhöhe, um eben gemeinsam an der Zukunft, am Erfolg des First Vienna Football Clubs zusammenarbeitet. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns recht zahlreich auf den Sportplätzen bei den Matches wiedersehen. Die Testsaison, die hat ja recht gut begonnen, speziell bei den Herren 9:0 gegen Schönbrunn letzte Woche. Kommenden Freitag kommt ein bisschen schwerer Gegner und das ist auch gut so, denn ich finde, wir haben schon sehr, sehr viel Gutes gesehen. Danke an die arrivierten Spieler beim First Vienna Football Club Herrenmannschaft, dass sie diesen Spirit des ältesten Fußballvereins hier weiter an die Jungen weitergeben bzw. auch hier starke Impulse geben, denn es wird eine schwere Saison werden und wir wollen alle gern aufsteigen in die RLO. Das ist das ganz große Ziel. Und wir sind natürlich die Gejagten, denn auch viele andere Mannschaften wollen gerne in die Regionalliga Ost kommen. Ich hoffe auch, wir sehen uns recht zahlreich bei den Matches der Frauen. Danke an die Nina Burger, dass du hier bei unserem Verein so toll an der Gestaltung mitarbeitest. Ich finde, die Frauensektion ist sehr, sehr wichtig, speziell in Österreich hier eine weitere Kraft zu bilden, um hier auch den Frauenfußball nicht nur zu verbessern, sondern auch zu verbreitern. Und ich finde, der First Vienna Football Club, speziell auch mit der Vorarbeit von der Christa Heinzl, hat hier so tolle Arbeit gemacht und ich glaube, das sollten wir auch gemeinsam als Fans unterstützen. Unterstützen wir daher all unsere Mannschaften lautstark, fair, aber natürlich auch friedlich und bis dahin kann man Vienna.